Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge F1 2018 im Multiplayer in der Karriere mit dem Mike. Hi. Ja, wir sind in Spanien nach dem, ja, also bei Java cool. Schaut ins letzte Rennen rein auf jeden Fall. Das war richtig cool, ja. Das war toll. Und jetzt auch kein Regen, das ist schon mal auch gut. Sagen, ja. So, natürlich die Schwierigkeit immer noch die von Aserbaidschan, also die war ja ziemlich gut, fanden wir beide. Ja. Mike konnte sie auch sehr gut testen. What a joke! Also es ist wirklich, es ist durch die Design-Schauung jetzt, die wir jetzt haben, es war eigentlich super realistisch, wie ja. In echt quasi. Also für Renault wird es für uns wir dementsprechend sind sehr schwer. Echt. Und guck also, mich an, ich bin echt. Ich hasse Spanien. Ja, ich mag's auch nicht, aber hassen, naja. Vor allem der dritte halt Sektor, also der zweite ist scheiße, der dritte ist... Den hasse ich wirklich. Der ist heselig. Cool, ich kümmere mich um die Änderungen. Und der erste ist für uns als Renault auch scheiße. Auch wenn... Ich habe gerade nichts eingestellt und er hat mir gerade gesagt, er kümmert sich um die Änderungen. Ja, sehr gut. Hä? Er ist denn auch schon raus? Nein. ich schon. Ja, ich guck dir gerade zu. Leute, was die Jan immer vergisst... Bilder. Kann ich nicht. Ich kann doch nicht. Danke, bin ich vorbei, okay. Ich kann. Lol, wow! Der war in dir. Er bin ich vorbei, dann fährt er einfach durch. durch. Alles klar. Was Jan immer vergisst, hier bei beiden Kanälen vorbeischauen oder am ja, besten. In der Infokarte. Am besten hier beide gleichzeitig nebeneinander angucken. Das ist doch geil, Leute. Das ist das, worauf es ankommt. Ja, aber wie gesagt, also ich hasse es jetzt nicht. Es ist jetzt nicht so, dass also ich sage... Also sind super eingefahren, deswegen... Ja, von Aserbaidschan, ja. Wir können in die Punkte reinfahren. Ich hasse die Strecke jetzt nicht, aber es ist... Ja, es ist halt eine Scheißstrecke. Es ist aber, ja, so ein Mittelding. Was kommt nach Spanien? Kommt dann schon direkt Monaco? Dann kommt Monaco, ja. Ich hasse diese... Oder war sie von Kanada? Null Punkte über 100 Jahre lang. Direkt. Nee, aber ohne Spaß, Leute. Das ist echt scheiße, Mann. Vor allem Aserbaidschan war ja auch richtig cool. Wie gesagt, vorbeischauen. Boah, aber das war eigentlich echt voll cool. Also, es hat mir eigentlich Spaß gemacht, bis der Regen angefangen hat. Und hier in Spanien können wir jetzt das erste Mal, finde ich, so richtig den Schwierigkeitsgrad testen und... Wir müssen jetzt eigentlich hier wieder Punkte holen, beide. Und bestenfalls also Punkte, ja. Was war das denn? Ja, du bist ja noch gut in der Rangliste vorne. Ja, das stimmt, weil ich cool bin. Aber wie gesagt, wie Jan schon sagt, also Punkte sind eigentlich wieder Pflicht. Ein Rennen, beide keine geholt. Das ist natürlich für Renault scheiße. Ja, außerdem bist du in Monaco Bull, ja auch Favorit. Red Bull auch beide keine geholt. In Monaco bin ich Favorit, das ist klar. Der Geheimfavorit zumindest. Aber da müssen wir mal gucken. Also, du hast schon ein paar Sachen raus. Ich bin ja auch aufs Qualifying gespannt, ey. Was, hier in Spanien? Ja. Ja, krass. Beim Regen-Qualifying, ich will also bei Giants nicht spoilern für die, die es nicht gesehen haben, aber... Da habe ich was erreicht, womit ich nicht gerechnet habe. Lag wahrscheinlich auch am Regen. Hä, weil du Erster warst? Yeah. Ah, wäre schön, oder? Oh, Mann. Boah, dieser dritte Sektor. Ja, das ist schon scheiße. Töte. Vor allem, weil da die ganze Zeit diese Curbs sind und dann sind so Huppel links, Huppel rechts. Fährst aber überall gegen. Hoppel, Hoppel, Hoppelhase. Ja, ich bin der Hoppelhase. Hey. Dritter. Aber genau das ist das, was ich meine, dass der Schwierigkeitsgrad einfach besser so ist, weil man nicht irgendwie Erster ist direkt oder irgendwie im Rennen. Direkt Zehnter. was ist mit dir? Im Rennen irgendwie 20 Sekunden von allen wegfährt. Sondern dass man halt auch irgendwo im Pulk mittendrin starten kann oder so. Wobei die Bots im Qualifying ja immer ein bisschen schlechter sind als im Rennen. Ja. Also. Ja. Also im Rennen denkt man dann so, wieso fahren die plötzlich jetzt so schnell? Weil es ist wirklich so. Du hast gerade richtig Bock. Ja. Es ist ja so, ich hatte ja im Rennen gar keine Chance und im Qualifying war ich voll gut. Ich guck dir gerade zu, wie du fährst, das ist so cool einfach. Nein, Ocon ist... Oh, Ocon, du miese Sau, ich war fast eine Sekunde schneller als gerade. Jetzt nur eine halbe Sekunde.
Eine miese Sau. Lass mich vorbei, du bist doch von deiner Outlap. Alter, das war ja ein Schalenka, oder? Schalila. Ins Tor gestellt. Mann, nur wegen dem, ey. Ja. Was ein... wirklich. Boxenstopp. Ja, der hat mir 7 Zehntel abgezogen. Ich wäre eine Sekunde insgesamt schneller gefahren. Ist das lustig. Zehntel. Oh ja, mein Gott. Lustig. Ja, wie du... Ha, 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 ha. Mann, ey. Jan ist halt so ein richtig funniger Typ einfach. Oh Mann. Und der Sky-Kommentator, er fährt nach vorne. Ah nein, der fährt zurück. Das war jetzt nicht cool. Doch, doch, doch. Ja, Mann. Aber ich meine, du bist der Dritte, also gar kein Ding. Ja, jetzt bin ich Dritter. Ich könnte auch mal rausfahren, so. Ferrari. Als kleine Idee. War ja auch noch gar nicht so von der Straße. Ja, und ich auch nicht. Ja, ja, genau. Ich komme jetzt. Ja. Bei dir habe ich aber keine Angst. Was? Denkst du nicht, hol ich ein? Doch. Ja, natürlich holst du mich ein. Ich war ja, hätte da fast noch eine Sekunde schneller fahren können, wenn Ocon mich nicht... Alter, lass mich doch aus der Box raus! Oh, ey, das war schon wieder so ein... Ich hatte Angst, dass ich wieder geschubst... vergessen wieder dich. Wieder geschubst werden. Alter, was ist denn mit dir, Mann? Jo, ich bleib erstmal stehen auf der Strecke, ich hab keine Lust mehr. So, jetzt muss noch ein bisschen schnell fahren, ja? Fährst du noch eine, oder was? Nein. Ach, du guckst mir zu? Nein. Ach, schade. Ich halt gerade nämlich hier die anderen auf. Sehr gut. 5 Plätze Grid! Nein, Spaß. Yeah. Das war nur ein Prank. Können aber passieren, aber ich halte sie ja nicht wirklich auf. Ich habe sie schon vorbeigelassen. Aber kurzzeitig, so um 2 Zehntel. Kann man DRS nicht eigentlich. Ach doch, man kann es sogar deaktivieren wieder. Cool. Das ist geil. Fährst du auch wieder raus? Ja. Wow! Ich bin im Dreck. Was ist das denn für eine Kurve gewesen? Oh Gott, nee, 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 nicht mehr reinfahren. Nicht mehr reinfahren, ich bin ein lieber Typ, ich mach gar nichts, ja. Jetzt sind deine Reifen schön sauber. Mhm. Wow. Wer auch immer hinter mir ist, ich halte den mega auf. Ich bin übrigens nur noch ein 19. Was? Im Tempo da. Nee, weiß ich nicht, hab ich nicht geguckt. Ich fahre ja gerade schon wieder raus. Macht ein Rennfahrer in echt auch, sorry. Was? Was? Nimm mal reinrotzen. So, ja. Lol, das war's dann mit der Schnellrunde. Ja, lol. Ja, lol. Was ist da los? Das würde ich nicht verstellen oder muss ich gleich Platz machen? Nee, ich fahre nicht schnell. Also, ich tue nur so, als ob. Ich bin in meiner langsamen Runde schneller als du. Oha. Das kann passieren. Aber ich wollte die Reifen ja eh sauber machen erstmal. Ja. Aber ich bin in der ersten Kurve, habe ich mich direkt verbremst. Das war natürlich heldenhaft. Sauermachrunde. Das war heldenhaft. Und deswegen habe ich dann ein Problem gehabt, gell? Habe ich dann ein Problem gehabt? Das ist ein geiler Satz. Komm schnell, bevor die anderen kommen. Gib Gummi, ich muss gerade langsam tun, weil du so langsam fährst. Ja, ich gebe ja schon gerade Vollgas jetzt. Gerade schon jetzt. Als ob du mich einholen wow, kannst. Wow, das war richtig schlecht. Du bist. Pff, was denkst du, wer du bist, Alter? Du bist? Ja, ich bitte dich.
bin 10-mal schneller als Michael Schumacher. Mindestens. Wer ist das? Ich bin. Ja, das war's mit der Schnellen. Ich bin doch so ein Stück Scheiße. Ich bin die erste Kurve wieder so schlecht gefahren. Aber ich fahre jetzt natürlich eine Schnelle. Ich muss ja jetzt bald mal eine Schnelle fahren, wäre so eine Idee. Richtig schnelle Runde. Ja, ich werde Erster wetten. Wahrscheinlich hast du jetzt schon wieder hier so lila Zeit. Nee, hab ich nicht. Oh, so ist geil, ja. Ich hab plus 2/10. Was? Ich bin im roten Bereich, ja. Also kacke bin ich ja dann noch nicht. Jetzt komme ich erst in den grünen Bereich, weil hier hat mich jetzt Ocon aufgehalten. Und jetzt fahre ich natürlich in dem Moment schlecht. Ich fahre so kacke. Also die Zeit ist gut, aber ich fahre scheiße, weil ich durch die Kurven so richtig schlecht fahre. So wie wenn ich die mit Absicht schneiden würde, um eine gute Zeit zu machen. Aha, So fahre ich da durch, kennst du es nicht? Ach nö! Komm, das ist der erste Platz, oder? Ja! Alter, was? Ja, es ist nicht so eine schnelle Runde, aber ich verbremse. Jetzt ist Leclerc wieder hier. Danke, muss ich erstmal überholen. Kein Ding. Mann, hätte Ocon mich nicht aufgehalten, das war eine richtig gute Runde, Mann. Und jetzt bin ich hier schon wieder so schlecht unterwegs. Wo ist denn der Tempomat eigentlich? Funny Joke schon wieder. Ja, Tempomat benutze ich auch immer. Stell ich auf 80. schneller brauche ich nicht. Kannst hier Rolling Coast gut machen, ne? Ja. Oh, ich bin in der Wand. Ne, bin ich nicht, aber ein bisschen auf dem Gras. Kann ich nochmal kurz ein bisschen sauber fahren? Es gibt ja sogar ein Auto, das heißt sauber, ne? Aha. Ich steig mal kurz ins sauber Auto, ein bisschen sauber fahren. Lol. Ey, wir sind so. Solche Comedy-Stars. Ha! Wahrscheinlich! Einfach so zwei. Was ist das denn eigentlich? 0,00002 oder so? Bist du einfach schneller? Und echt? Ha! Na, was bist du gefahren? 1,22031. Ja, ich bin 1,22050. Ha! Ha! 10 Minuten schneller! Das war einfach so minimal. Bist du in der Box? Ne, ich fahr jetzt noch eine, um dich einzuholen. Ah. Da kenn ich jetzt nix. Als ob ich dich jetzt gewinnen lassen würde. Ich verbremse mich jetzt ausnahmsweise ja. Erst nicht. Ich bin, mein Reifen ist weg. Du Scheißspiel! Geht's dir gut? Du verbremst dich ausnahmsweise mal nicht. Hast du es gerade gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Ich bin ja noch draußen. Was war denn das? Zum Glück hast du es nicht gesehen. Bin auf jeden Fall. Kann dich nicht mehr einholen, sagen wir es mal so. Du hast dich freundlicherweise schon zurück zur Box teleportiert. Hm. Ich glaube, Hartley auch. Ich habe damit nichts zu tun. Es könnte sein, dass ich frontal in Hartley reingefahren bin. Könnte sein. Ich habe damit nichts zu tun. Also, das finde ich ja schon mal ganz gut. Nur mal jetzt so für dich zum Mitschreiben. Ich bin in der ersten Kurve wieder rausgeflogen, weil ich zu früh aufs Gas bin. Und dann bin ich rückwärts gefahren. Bin falsch schon mal auf die Strecke und dann kam Hartley und ich hab voll Gas gegeben und bin voll in den reingefahren. Das ist gut. Ja, und dann war ich halt draußen. Machen wir einen Cut? Ja, Cut. Kit, Cut. Ich bin mir immer nicht sicher, ob meine Facecam leckt oder ob ich einfach so gut aussehe. Ah, ja. Wollen wir ja bis 13.15 Uhr warten, dann ich beende mal kurz meine Aufnahme und dann
starten wir das Rennen erst danach, weil dann kann ich auf meinem zweiten oder dritten Bildschirm Fußball anmachen. So Leute, we are now in the Rennen. Was das denn für eine Taktik? Alter, ich sag ja, Spanien ist heselig. Hast du auch rot, gelb, weiß? Ja, hab ich auch. Was ist das denn, Alter, für eine ekelhafte Scheiße, Alter? Wird richtig scheiße, ja, auf dieser rot, Strecke. Gelb, weiß, was hab ich noch nie gesehen, sowas Behindertes. Nach der fünften Runde schon wechseln, das wird ja richtig. Ich meine, ist mir jetzt egal, aber es ist trotzdem. Wechsel, also, glaube ich, später. Sowas Blödes habe ich ja noch nebenbei nie gesehen. Nebenbei, also ich verändere das. Oh, warte, mein Benzin verändere ich aber schon noch. Also ich, Währenddessen dritte Liga, heute ist letzter Spieltag, wenn wir gerade hier aufnehmen. Deswegen werde ich direkt rausfliegen, damit ich das gucken kann. Nein, Spaß. Komm, mach schnell hier die Einführungsrunde. Ja, ja, ich habe schon alles eingestellt. Meine Kamera hält noch eine Minute ungefähr. So, natürlich starte ich wieder von Platz 1. So, ciao. Nutzen wir die Runde, um das Auto auf Betriebstemperatur. Wie war das Losfahren? Wie war es denn? Stark, hätte ich gesagt. Ich mach direkt Rennbetrieb hier, da kenn ich nix. Tor! Ist doch nicht mal Anpfiff, oder? Ja, nee, ist es nicht. Aber ein OBS sagt wieder so, ja, Codierungsproblem. Echt? Ja. Das ist stark. Codierung überlastet. Fahr doch vorbei, Mann. Ja, wo denn, links oder rechts? Alter, ich war einfach komplett rechts und er so, wo denn? Ja, ich war auch rechts. Ja, genau, oder? Überholt, so mag ich das sogar auch. Oh Gott, ey. Wir machen einfach unsere eigene Einführungsrunde. Die anderen sind erstmal so 20 Minuten weg von uns. Ich glaube. Überholt! Nein, Spaß. Dass der hier relativ früh wieder übernimmt. Oh. Ich wollte nur subtil damit ansprechen, dass du eventuell die Sache. Ja, 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 danke. Das hast du ganz lieb gemacht. Wow! Guten Tag! Er hat übernommen schon. Ja, ich war gerade hier noch irgendwo im Dreck. Ja, wird interessant. Spanien ist schon mal echt scheiße. Ja. Dann weiß, gelb, rot. Rot, ja, geht schon, aber nach 5 Runden wechseln und dann in den Pulk rein und ach, nee, das. Ich glaube, ich wechsle erst nach, weiß nicht, also 12. Nicht in der 5. Runde. Ich wechsle einfach jetzt gar nicht. Dann wirst du disqualifiziert, du darfst nicht gar nicht wechseln. Ja, okay, dann wechsle ich. Du musst mindestens einmal auf eine andere Reifen. Ja, ja, ich weiß schon, dann machen wir es einfach so. Wir fahren jetzt 5, in der letzten 6, Runde 7, noch einmal 8 wechseln. Runden fahren wir jetzt auf Rot und dann direkt auf Weiß. Das wäre gut, oder? Ja, ich wechsle, glaube ich, in der 6. oder 7. Runde. Ja, und dann auf Weiß. Nee. Direkt. Kannst du gerne machen, aber mache ich nicht. Mein Start war gut. Ja, stimmt. Ich habe ultra viel Benzin damit verbraucht. Da zieht doch einer rein. Das wird ja so kritisch ganz. Oh Gott. Ich lasse dir ein bisschen Platz links, wenn es geht. Danke. Alter. Ich musste links von der Strecke runterfahren, aber alles gut. Ich habe, wenn da einer rechts war, den habe ich auf jeden Fall gekickt, aber ich habe keinen gemerkt, also ja, keine Kollision also, gespürt. Ich habe ihn gesehen, dass da einer super nah dran war, weil gesehen habe ich es auch nicht. Wer ich habe ihn gesehen, Bottas war es. Bottas. Ja, ja, Bottas war es. Ich habe es gesehen, aber ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist danach. Oh Gott, er du bremst immer so hart, so bleibst immer fast stehen in der Ja, Kurve. Ja, ich mache halt nicht Lift and Coast. Ich hau voll rein. Alter. Ach, Vorderraddingens müssen wir noch umstellen, fällt mir gerade ein. Bei meinem Qualifying leider. Hat es eigentlich ziemlich gleichmäßig abgenutzt, deswegen mache ich das mal nicht. Nee, bei mir hilft das auch. Also mir hilft das tatsächlich auch. Elfen schmelfen, sage ich dir immer. Bin übrigens schon im Minus mit dem Benzin. Heißt, ich habe plus 3,0. Was? Wie viel hast du denn mitgenommen? Plus 0,3 meine ich. Ich dachte schon, Alter. Wir haben mal 50 Kilo mehr mit. Ja, können wir bitte jetzt abbrechen? Boah, Alter! Das war ein bisschen crazy, ja. Aber ich bin gar nicht schlecht rausgekommen aus der Situation. Ja, rausbeschleunigt hast du nicht schlecht, aber ich musste irgendwie auch
gucken, dass ich da nicht in dich reinfahre. Ja, du musst echt aufpassen, Gart, weil ich fahre zwar nicht so übel, aber... Ziemlich übel. Einfach ist es für mich auch nicht auf dieser Strecke. So, jetzt mal nicht hier diese Kurve so scheiße fahren, Mike. Ja, habe ich gerade nicht gemacht. Es war auch nicht perfekt, aber auch nicht scheiße. Ja, bei mir war es auch nicht perfekt. Aber der Abstand zu dir gefällt mir so ziemlich gut. 33 Runden, was das für eine Verarsche eigentlich. Oh, lila Sektor habe ich gerade gemacht. Was? Wow! Ist ja gar nicht normal oder so. Ja, aber das heißt, dass ich schneller als du war. Nein, das heißt es nicht. Das habe ich dir schon mal gesagt, dass es nicht so ist in diesem Spiel. Das wertet die letzte Runde. Das wertet die letzte Runde. Und nicht die aktuelle. Ich bin tot. Ich bin raus. Das hat er doch mit Absicht gemacht. Nein. Wegen der dritten Liga. Wegen Braunschweig. Wahrscheinlich spielen die erst morgen oder so. Das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt lässt du mich auf dieser Kackstrecke von Runde 2 an allein. Du hast mich auf Aserbaidschan auch allein gelassen. Ja, aber ich bin irgendwie in Runde 12 oder so geflogen. Oh, fuck. Und da gabst du 26. Ach, komm, ey. Scheiße. Nochmal Replay, dass dir das hier gut gefällt, der Abstand zwischen uns. Oh ja, das gefällt mir richtig. Das war ein Fehler, den habe ich die ganze Zeit im Qualifying hatte ich den nie. Ich bin einfach zu früh aufs Gas in der einen Kurve. Aber als ob du dann direkt raus bist. Ich bin unglücklich gegen die Bande geknallt. Ach nee, ey. Ich sag dir, das hast du mit Absicht gemacht. Nein. Ich schwöre. Walla, walla. Ich hab's nicht extra gemacht. Was eine Scheiße. Gar keinen Bock mehr jetzt. Egal, ich mach Screenshots von dir. Ja, find das ich kannst cool. du kurz machen und dann mir helfen. So, Leute, Zuschauer, cool, dass ihr da wart. Schau. ja, ihr müsst bei mir auf jeden Fall. Genau, jetzt. In der Infokarte vorbeischauen. Nächstes Rennen Monaco rechne ich mir eigentlich auch nicht so viele Punkte aus, also ich muss dann von hinten aufräumen das Feld wieder. Das ging das wird ja jetzt spannend. Mega oh. Gleich bin ich bin auch gespannt. Draußen. Bis zum nächsten Rennen. Hoffentlich hole ich Punkte. Haut rein. Tschüss. Ciao. Das ging schnell. Du musst mir jetzt unbedingt helfen. Was da so abgeht, was die anderen machen, Tipps und so. Fotos natürlich auch. Was die in Fußball machen. Das auch. Aber eigentlich juckt mich die dritte Liga nicht. Ich schaue gleich erste und nicht dritte. Und morgen ja, zweite. Ja, das gucke ich auch. Bin morgen mal wieder im Stadion bei den Fürthern, Alter. Das wird so legendär. Also, ich kann dir schon Ach, mal sagen, fuck. Mike Let's Play ist auf Platz 1. Ich habe die Kamera nach der Anführungsrunde nicht geschafft. Die ist ausgegangen vor was weiß ich wie viel Minuten. Extra schnell machen wollen. Ich sehe gerade, dass sie aus ist. Ich lass kurz den Bot fahren. Kenn ich gar nichts. Boah, der Bot fährt so gut. Oh! Das war ich. Er ist von der Strecke das runtergekommen. Ich. Weil ich hab dann halt wieder... auf zurück gedrückt vom Hauptmenü und dann wusste ich nicht, wie ich das Lenkrad halten sollte. Alter, wow. Da in der Kurve bin ich rausgeflogen. Ja, ich bin auch schon zweimal hier ins Schalenzen gekommen. Alter, ich muss gleich schon in die Box, das ist doch scheiße. Vierte Runde, ja, naja. Wie sind deine Reifen? Weiß ich nicht. Kannst du mir das nicht sagen? Alter, ich hab den Bot fahren lassen. Oh, Alter. Und hab direkt irgendwie 2 Sekunden, nein, nicht 2, aber 1,5 verloren. Das ist doch richtig eine Verarsche. Weil dadurch habe ich dann auch einen Fehler gemacht. So, mein schlimmster Reif 46. Was? Mein bester ist 30. Das ist echt nicht geil. Gott, ey, das ist so anstrengend. Eriksen macht gerade seinen ersten Stopp. Sag mir, wann die anderen gehen. Wenn die hinter mir gehen, das wäre interessant.
Das war wieder so Saukacke einfach. Ich fahr grad so scheiße, Alter, das ist unglaublich. Macht nichts. Mach tolle Fotos von dir, wie du so cool fährst. Denk daran, während du dich näherst. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 2,0 Sekunden. Nee, geht auch keiner an die Box, glaube ich. Doch, Vettel ist an der Box, Hamilton ist an der Box. Ich sag dir auch gleich, auf was die wechseln. Alter, die anderen sind saunah hinter mir. Vettel auf Gelb, Hamilton auf Gelb. Hamilton hat richtig viele Plätze verloren. Vettel nicht. Wow. Magnussen hat Vettel in der Box überholt, soweit ich das sehe, oder? Warte mal. Nee, hat er nicht. Nee, Magnussen auf Gelb gestartet. Also, wenn du jetzt gleich an die Box gehst und die Box, also... Ja, ich weiß nicht, ich würde vielleicht noch eine Runde draußen bleiben. Mach ich nicht. Jetzt noch nicht an die Box kann gehen. Kann ich nicht. Das ist echt scheiße. Aber ich kann nicht bleiben. Dieser Huppel bringt mich um irgendwann. Ja, dann wirst du, glaube ich, von Raikön und Ricciardo überholt. Nein, die gehen doch auch. Ja, ja, aber wenn die Box schlecht gelegen ist, dann überholen die dich und du musst warten. So war das bei mir auch schon mehrere Male in dieser Saison. Zweimal hatte ich das schon, dass ich warten musste. Ja, bestimmt nicht. 0,6 Sekunden Abstand. Glaub, oh, der ist aber, also der ist 0,3 Sekunden, der ist jetzt direkt hinter dir. Also der hat die vordere Box, wenn die schneller stoppen, darf er schon rausfahren und du noch nicht. Bottas, Raikön, ihr seid jetzt alle gerade an der Box. Ja, ich muss warten. Ja, sag ich ja. Beide haben nicht überholt, so wie ich es gesagt habe. So wie ich es gesagt habe, beide haben nicht überholt. Das ist, ja. Scheiße. Aber ich konnte nicht rausbleiben, das ging nicht. Das ging auch. Es gibt ja noch einen Boxenstopp, also. Ja, auf Weiß, da habe ich echt Bock drauf. Einer vor dir, Magnussen, der hat noch nicht gewechselt. Grüne Flagge. Er ist auf Platz 2, Kevin Magnussen. Auch gelbe Reifen, das heißt, er bleibt auch noch länger draußen. Max Verstappen hat auch noch nicht gewechselt, ist auf Platz 1. Was? Krass. Das heißt, du wirst auf jeden Fall noch 2 Plätze aufrücken. Ich sag dir, wenn ich sterb, dann an diesem Huppel, echt. Das ist so nervig. Scheiß Ding, Alter. Ich glaub, da kann man nicht so wirklich sterben. Nee, man oder? Kann nicht, aber man wird halt, man kann sich echt rausdriften halt. Sterben ist halt doof, weil da keine Bande ist, kann man es halt nicht. Aber sonst fände ich das schon geil. Ist echt schade, dass es da keine Bande ist, ne? Ja. Vordermann beträgt 2,1 Sekunden. Ja, Verstappen war jetzt. Alkohol 5 Sekunden hat Max Verstappen zu dir Abstand. 3,5. 2,5. 2,5. Ist entspannt, wenn man das nicht mehr nachguckt. Du hast eine Sekunde Abstand zu Ricardo. Holst auf Ricardo auf und verlierst und gewinnst auch Abstand zu Verstappen. Ja, hätte ich. Also du fährst gerade, ja, gerade einen Fehler, aber ansonsten fährst du eigentlich ganz gut. Der
Wagen hinter dir ist wieder auf ich glaub, der Strecke. Ich glaube, schöne Bilder machen, wenn du überholst. Der Ding hier hält die auf, ne? Magnussen. Ja, ja, genau. Junge, die sind einfach alle hinter ihm. Ja, ich seh's. Ich kann jetzt gerade richtig geile Bilder machen. Wow! Oh, oh! Das war ganz mies. Da habe ich Bilder gemacht von. Ich konnte aber nicht mehr anders reagieren. Lol, da ist irgendwas gescheppert neben mir. Was war das? Ja, da sind zwei andere Autos gerade auch noch verwirrt worden. Das war geil. Ich wollte eigentlich zurückstecken, aber dann haben die so hart abgebremst, dann musste ich einfach wieder reinziehen. Ich konnte nichts mehr machen. Das ist ja richtig dumm gewesen. Okay, Verstappen ist jetzt auf Platz 17. What? Habe ich ja. den weggegraben oder was? Oh, scheiße. Ich. Und ja, ja, der musste nochmal an die Box. Oder der ist jetzt gerade an der Box. Zum ersten Mal jetzt, warte, das muss ich nachgucken. Nee, der, du hast ihn kaputt gemacht, deswegen musste er an die Box. Ups. Hamilton, jetzt hinter dir 4,5 Sekunden. Ach, dieser Kack. Und Magnussen, naja, 8 Runden ist er jetzt draußen, also der bleibt noch ein paar Runden vorne. Raikön hat ihn jetzt überholt und Magnussen wieder zurück. Und jetzt ist Raikön aber endgültig vorbei. Also nur noch Ricardo hinter Magnussen, aber Ricardo hat 6 Sekunden jetzt Abstand, also wow. Magnussen, also da ist jetzt wieder ordentlich, durch diesen Unfall ordentlich viel passiert. Vielleicht geht Ricardo jetzt auch an die Box, ich guck das mal. Glaube ich nicht, ich bin direkt hinter ihm. Ja, vielleicht hast du den ja auch gemacht. Nee, er fährt weiter. Er fährt weiter. Alter, gibt's kein DS oder was? Direkt an seinem Arsch. Oha, oha. Jawohl. Das war geil, ne? Das war richtig sexy. Mann, ich bin in der zweiten Runde rausgeflogen. So richtig dumm.